Grüezi miteinander und willkommen auf diesem Kanal, bei dem es um Narzissmus geht, darum, wie du mit Narzissten, Sadisten und anderen missbrauchenden Personen in deinem Leben umgehen kannst, vor allen Dingen aber darum, wie du wieder in dein eigenes Leben, in deine eigene Freiheit zurückfindest. Ich bin Delia Schreiber, ich bin Psychotherapeutin und Psychologin. In diesem Video möchte ich mit euch das Thema des No-Contact bzw. des No-Contact-Light anschauen. Ich empfehle meinen Klienten auch, wann immer es geht, brecht den Kontakt komplett ab. Traumaauflösung, emotionale Distanz, weiterschauen, in das eigene Leben hineingehen. Das ist aber nicht immer möglich, zum Beispiel wenn man gemeinsame Kinder hat, wenn man gemeinsamen Besitz hat, wenn man vielleicht sogar ein gemeinsames Geschäft hat oder wenn man sich gemeinsam um pflegebedürftige Eltern oder andere pflegebedürftige Personen kümmern muss, dann ist Kontaktabbruch leider nicht möglich. Dann muss man irgendwo einen Umgang mit dem Narzissten oder mit dem Sadisten, mit dem Missbraucher, mit der Missbraucherin finden. Und hier empfehle ich dann jeweils No Contact Light. Wie geht No Contact Light? Das geht darum, dass du zwar äußerlich in Kontakt bist, aber du bist innerlich nicht mehr in Kontakt. Wie kann das funktionieren? Das braucht etwas Übung. Und damit wir uns dann mal in das Thema ein bisschen eindenken können, schauen wir uns doch erstmal an, wie ist denn das, wenn wir mit normalen Leuten, mit nicht missbrauchenden Leuten, wenn wir da in Kontakt sind? Was machen wir eigentlich da? Eigentlich ganz unbewusst. Das Erste, was wir eigentlich immer probieren, ist, wir versuchen, auf Augenhöhe zu kommen. Wir versuchen, dem anderen Raum zu geben. Wir versuchen, eine gewisse Verbundenheit herzustellen. Wir zeigen Anteilnahme, wir fragen nach, nach der Befindlichkeit. Wir erzählen dann auch etwas von uns, wir geben etwas von uns preis. Wir zeigen vielleicht auch unsere Emotionen, wir geben den Emotionen des Gegenübers Raum, wir geben vielleicht sogar den Frustrationen des Gegenübers Raum. Wir versuchen auch da einen Konsens zu finden, indem wir dem anderen Raum geben. Wir zeigen Mitgefühl, Freundlichkeit, wir betonen Gemeinsames. Wenn wir mit Narzissten zu tun haben oder wenn wir mit emotionalen Missbrauchern zu tun haben, dann geht das alles nicht. Das dürfen wir alles nicht tun, denn was immer du von dir preisgibst und je mehr Raum du eigentlich dem Narzissten gibst, umso eher wird er all das gegen dich verwenden. Du bist wahrscheinlich, wenn du dieses Video schaust, ein Mensch, der gerne auf Augenhöhe geht, der gerne ein Gleichgewicht herstellt, der den anderen nicht dominieren will, der auch keine Lust hat, sich zu unterwerfen. Und der Narzisst oder der Sadist, der, bei dem geht es immer um Macht. Das heißt, er versucht, dich zu dominieren. Wenn du dir das vorstellst, das ist eine Wippe, der Narzisst, der versucht immer oben zu sein und dich zu dominieren. Du bist hier unten und er ist hier oben. Manchmal hat man so ganz kurz mal so ein vermeintliches Gleichgewicht, aber verlass dich nicht drauf, das kippt ganz schnell wieder. Das heißt, das Einzige, was dir übrig bleibt, ist diese Machtwippe zu kippen. Zu deinen Gunsten. Du musst dominieren, ob dir das gefällt oder nicht. Das heißt nicht, dass du gemein werden musst, das heißt nicht, dass du den anderen abwerten musst, das heißt nicht, dass du irgendwelche Intrigen anzetteln musst. Also was kannst du tun? Wie kannst du diese Machtwippe in der Kommunikation kippen? Etwas vom Allerwichtigsten ist Gespräche mit Narzissten. Gespräche mit Menschen, mit Machtmenschen, sollten niemals
unvorbereitet geführt werden. Das heißt, bereite dich vor, überleg dir, was will ich eigentlich, was ist mein Ziel, wie kann ich dieses Ziel möglichst kurz und knapp und sachlich formulieren. Schreib dir diese Sätze auf, lern die unter Umständen sogar auswendig, kurze, knappe Sätze, die du notfalls immer wieder auch wiederholen kannst. Dann nimm deine Emotionen raus. Das ist einfacher gesagt als getan. Das braucht etwas Übung. Mit Emotionen rausnehmen meine ich, das Beste ist natürlich, du bist in einer derartigen emotionalen Distanz, dass da effektiv gar keine Emotionen mehr hochkommen. Egal, was da passiert, du bleibst da innerlich cool und kannst immer gelassen, klar bestimmt auf der Sachebene parieren. Wie gesagt, das ist nicht sehr einfach. Wenn dir das jetzt noch nicht möglich ist, diese Emotionen rauszunehmen, dafür hilft übrigens eine Traumaauflösung. Wenn dir das noch nicht gelingt, diese Emotionen rauszunehmen, in dem Kontakt mit dem Narzissten, mit der Narzisstin, dann sag dir, meine Emotionen haben in dem Gespräch, im direkten Kontakt mit dieser Person nichts zu suchen. Das kann sein, dass ich diese Emotionen empfinde. Das heißt aber nicht, dass ich die auch zeigen muss. Das heißt, das Wichtigste ist, du gibst keinerlei Emotionen preis. Weder in Worten, noch in deiner Mimik, noch in deinem Tonfall, noch sonst irgendwie. Des Weiteren, du gibst auch sonst keinerlei Informationen über dich preis. Wenn da ein gewisser Smalltalk vielleicht am Anfang entsteht, lass dich nicht dazu verführen, im Smalltalk irgendetwas zu erzählen, was du gemacht hast, was du gedacht hast, was dich gerade interessiert, was dich gerade belastet. Lass es. Geht dein Gegenüber nichts an. Halte alle Informationen über dich zurück. Vor allen Dingen auch persönliche Informationen. Alles, was nicht gebraucht wird, um jetzt dieses sachliche Gespräch zu führen. Andere Gespräche empfehle ich überhaupt nicht, um irgendeinen Inhalt, einen sachlichen Inhalt zu besprechen. Alles, was dafür nicht benötigt wird, informationstechnisch, das behältst du für dich. Was auch nicht geht, ist Anteilnahme und Mitgefühl. Wenn jetzt zum Beispiel die Narzisstin sagt, ach, das ist gerade ganz schrecklich und mein Hund ist gestorben, dann sagst du nichts anderes als ein ruhiges und gelassenes und kühles Ich kondoliere. Mehr nicht. Man kann auf die gute alte Höflichkeit zurückgreifen. Du brauchst nicht auf Freundlichkeit zurückzugreifen. Es reicht, wenn du höflich bist. Das kennst du wahrscheinlich vom Narzissten. Der Narzisst, der versucht immer, dich auf die Beziehungsebene zu bringen im Gespräch. Also wir haben die Sachebene, wir haben die Beziehungsebene. Auf der Sachebene besprechen wir wirklich einfach klar und nüchtern sachliche Dinge, ohne Emotionen. Die Beziehungsebene ist natürlich etwas ganz anderes. Da kommt sogar sofort etwas Persönliches rein, eine persönliche Note hinein, da kommen die Emotionen hinein, da kommen häufig auch Wertungen mit hinein. Und genau da möchte der Narzisst dich packen, weil hier kann er dich beleidigen, hier kann er dich kränken, hier kann er dich verletzen, hier kann er dich abwerten, hier kann er dich gaslighten. Hier kann er dir deine Wahrnehmung absprechen, hier kann er dir deine Intelligenz absprechen, hier kann er dir deine kognitiven Fähigkeiten absprechen, hier kann er dir dein wahres Selbst absprechen, hier kann er dir alles absprechen. Deshalb vermeide diese Beziehungsebene und hab ein ganz feines Ohr dafür im Gespräch, wann der Narzisst oder die Narzisstin versucht, dieses Gespräch ins Persönliche, auf die Beziehungsebene zu kippen. Das ist oft, wenn zum Beispiel Bemerkungen kommen, ja, das kenne ich ja von dir. Ja, das war ja schon immer so. Ach, jetzt sind wir wieder da gelandet. Ja, ich habe ja nichts anderes von dir erwartet. Oder? Das sind genau diese Dinge,
wie er dich auf die Beziehungsebene, dich verführen will, auf die Beziehungsebene zu schlittern. Und da fällst du auf die Nase. Weil jetzt bleibt dir nichts mehr anderes übrig dort, als dich zu rechtfertigen und dich selbst zu erklären, zwei absolute No-Gos, Narzisstinnen und Narzissten gegenüber. Du erklärst dich nicht und du rechtfertigst dich nicht. Es ist, wie es ist. Du für dich weißt, wie es ist und das reicht. Dein Gegenüber muss das nicht wissen, weil er wird es sowieso und ohnehin wieder verdrehen wollen. Wenn nun der Narzisst dich versucht, auf diese Sachebene zu bringen und also eine Bemerkung macht, dann kannst du ganz ruhig und gelassen sagen, du, können wir nochmal bitte zurück auf unser Anliegen kommen, oder du sagst einfach, das ist ein Thema, das möchte ich mit dir nicht diskutieren. Wenn du das Gespräch vorbereitest, wichtig ist, deine Formulierung müssen sachlich, kurz, knapp und neutral gehalten sein. Wenn es zum Beispiel darum geht, eine Entscheidung zu fällen, überleg dir vorher, was will ich, formuliere zwei Optionen, gib dem Gegenüber zwei Optionen zur Auswahl und sag, schau, ich habe mir überlegt, wir machen das entweder so oder wir machen das so. Was ist dir lieber? Kann tatsächlich sein, dass die Narzisstin das gerne annimmt, weil erstens übernimmst du da verblüffenderweise die Führung. Das ist etwas, wo Narzissten erstaunlicherweise häufig ganz positiv darauf reagieren, gar nicht so abwertend oder ausfällig, wie man das vielleicht erwarten würde. Und sie hat ja die Wahl. Wenn es darum geht, dass du dein Gegenüber über irgendetwas informieren möchtest, ich rede hier natürlich vom narzisstischen oder sadistischen Gegenüber, wenn du dein Gegenüber einfach nur informieren möchtest über etwas, dann machst du einen Weg, Kommunikation. Das heißt, du formulierst hier kurz und knapp, welche Informationen du rüberbringen möchtest, sagst du, ich habe da etwas, worüber ich dich informieren möchte, dann sagst du deinen Satz und dann war es das eigentlich schon. Wenn jetzt der Narzisst da anfängt zu diskutieren und für dich ist es einfach so und das war die Information, die du geben wolltest und du möchtest das nicht diskutieren und das braucht auch gar nicht diskutiert zu werden, weil das ist in deinem Hoheitsgebiet, diese Entscheidung oder der Inhalt dieser Information, dann sagst du wiederum, das möchte ich jetzt nicht weiter diskutieren, dann kannst du vielleicht auch noch sagen, du, ich möchte dich nicht weiter aufhalten, machst auf dem Absatz kehrt und drehst dich um oder verabschiedest dich höflich und legst auf oder sagst, du, ich muss weiter, ohne, tut mir leid, einfach nur, du, ich muss weiter, für mich habe ich jetzt im Moment keine Zeit, wenn du willst, können wir das später besprechen und du verabschiedest dich und du gehst. Etwas vom Allerwichtigsten, lass dich niemals in Konflikte mit hineinziehen. Lass dich nicht in einen Streit mit hineinziehen. Natürlich gibt es Konflikte, aber lass dich nicht auf diese Ebene hineinreißen, wo so ein Konflikt eskalieren könnte. Sobald du merkst, wir sind hier zwar etwas am Auszudiskutieren, aber jetzt geht es wieder auf die Beziehungsebene, jetzt wird es unangenehm, jetzt kommen die Angriffe, jetzt fange ich an, meine Kontenance zu verlieren, dann sagst du so etwas wie, du, ich glaube, das hat im Moment keinen Zweck, das weiter zu diskutieren. Ich glaube, wir vertagen das auf ein anderes Mal. Oder du sagst, auf dieser Ebene oder in diesem Ton möchte ich das nicht mit dir besprechen. Ich denke, wir vertagen das. Und dann ist es wichtig, dass du fest bleibst. Dass du in dem, was du sagst, wenn es um dein Ziel geht, wie du es sagst, in deiner Stimme, in deiner Haltung, bleibe fest. Und da gibt es einen guten, alten Trick aus der Körperpsychotherapie. Eigentlich kommt er gar nicht aus der Körperpsychotherapie, eigentlich kommt er aus dem Tierreich. Da gibt es nämlich Untersuchungen, wonach Hummer, die Alpha-Hummer, die so über diesen Hummer-Clan das Sagen haben, wenn die sich zeigen wollen, wenn die ihre Macht
zeigen wollen, wenn die ihre Präsenz zeigen wollen, wenn die zeigen wollen, ich bin nicht angreifbar, dann heben die ihre Scheren und sie machen hier quasi die Hummerschultern, machen die Hummerschultern auf. Und dieses Aufmachen der Schultern, das bewirkt in uns eine Serotoninausschüttung. Serotonin ist dieser Neurotransmitter, dieser Stoff im Hirn, der dir das Gefühl der Selbstsicherheit, der Selbstbestimmtheit und des mit beiden Beinen auf deinem eigenen Boden stehen gibt. Kurz, das gibt dir Selbstbehauptung. Das wären in Kürze die No-Contact-Leitstrategien, wenn du den Kontakt abbrechen kannst, wenn du keine Gemeinsamkeiten mehr hast. Brich ihn ab. Übrigens, diese No-Contact-Strategien, diese No-Contact-Leitstrategien, die helfen natürlich auch in einer Trennung, während einer Trennung oder während einer Scheidung von einem Narzissten oder von einer Narzisstin. Ich wünsche dir viel Kraft, viel Weisheit, viel Selbstbehauptung, viel Ruhe und Gelassenheit. Und bis bald.